Hier sehen wir eine österreichische Banknote im Wert von 100 Kronen aus dem Jahr 1922, herausgegeben von der österreichisch-ungarischen Bank. Das Design dieser Banknote zeigt ein kunstvolles, florales Muster, das sich um die Ränder der Note zieht. Auf der rechten Seite ist ein Porträt abgebildet, das eine Frau zeigt, was für damalige Banknoten typisch war. Das Porträt ist von einem kunstvollen Rahmen umgeben, der die Note eleganter erscheinen lässt. Die Inschrift 100 Kronen ist in einer gotisch anmutenden Schriftart gestaltet und vermittelt eine gewisse Erhabenheit. Am unteren Rand der Banknote ist ein Sicherheitshinweis eingedruckt, der darauf hinweist, dass die Fälschung dieser Banknote gesetzlich bestraft wird. Die Note trägt weiterhin die Unterschriften der Verantwortlichen der Bank, was ihre Authentizität bezeugt. Die Banknote spiegelt das Österreich der Zwischenkriegszeit wider, eine Zeit wirtschaftlicher Instabilität und sozialer Unsicherheit. Sammelnde schätzen solche Stücke nicht nur für ihre künstlerische Gestaltung, sondern auch für die Geschichte, die sie bewahren. Dies ist die Rückseite der österreichischen 100-Kronen-Banknote von 1922. Auch hier setzt sich das aufwendige, symmetrische Design fort, das die künstlerische Gestaltung der frühen 1920er Jahre widerspiegelt. Der Hintergrund zeigt ein dichtes, filigranes Muster, das den gesamten Schein bedeckt und sowohl dekorative als auch sicherheitstechnische Funktionen erfüllte, um Fälschungen zu erschweren. Zentral platziert findet sich die Wertangabe 100 Kronen, umgeben von eleganten floralen Ornamenten, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen. In den oberen und unteren Rändern zieht sich eine kunstvolle Umrandung mit stilisierten Buchstaben und floralen Elementen entlang. Unten links ist eine Seriennummer zu sehen und auf der rechten Seite befindet sich die fortlaufende Seriennummer, was der Banknote ihre Einzigartigkeit verleiht. Die Rückseite dieser Banknote ist nicht nur ein Zeugnis der damaligen Drucktechniken, sondern auch Ausdruck der Ästhetik jener Zeit. Banknoten wie diese wurden mit einer hohen Detailgenauigkeit gestaltet, was sie heute für Sammler zu begehrten historischen Artefakten macht. Die 100-Kronen-Banknote aus der Ära der Ersten Republik Österreich, ausgegeben im Jahr 1922, erzählt eine faszinierende Geschichte von Umbruch und Unsicherheit. Sie wurde von der österreichisch-ungarischen Bank, einem Relikt aus der Kaiserzeit, in einer Zeit gedruckt, in der Österreich eine neue Identität suchte. Nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie lag das Land wirtschaftlich am Boden, die Menschen litten unter den Folgen des Krieges. Und die Krone, einst das Symbol imperialer Stärke, war zu einer fragilen Währung geworden, die das Volk mit Sorge betrachtete. Die Banknote selbst, schlicht in ihrem rechteckigen Format von 106 x 80 mm, wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Doch sie trägt in sich die Spuren dieser turbulenten Zeit. Gedruckt auf einfachem Papier hält sie den Wert von 100 Kronen, einst eine beachtliche Summe, die jedoch aufgrund der Hyperinflation schnell an Kaufkraft verlor. 1925 wurde die Krone schließlich durch den Schilling ersetzt und die Banknote verlor am 31. August desselben Jahres ihren Wert als offizielles Zahlungsmittel. Diese Banknote ist mehr als nur ein Stück Papier, sie ist ein stiller Zeuge der Not und Unsicherheit der frühen 1920er Jahre, der Hoffnung auf einen Neuanfang, aber auch der Fragilität einer jungen Nation, die nach ihrer Identität suchte. Heute ist sie ein wertvolles Sammlerstück, ein greifbares Fragment der Geschichte, das uns an die Herausforderungen und die Widerstandskraft der Ersten Republik erinnert.